Willkommen zurück, hier sind wir wieder. Wieder am Start. Mit Skuldur und mir Concord. Jo, ach halt, du bist noch gar nicht an Bord. Wolltest du gerade genau. Ohne mich? Nein, ich doch nicht. In dieser Folge wollten wir jetzt das Dach fertig machen. Ja, wieder ein bisschen und bauen. Genau, einfach ein bisschen bauen. Oh, wir haben das Tor offen gelassen, egal. Da kommt schon nichts rein. Ja, eigentlich wünsche ich mir, dass was reinkommt für die Effigies. Ja, genau, weil letzte Folge haben wir noch ziemlich viele Effigies aufgestellt, also die müssen wir jetzt noch bauen, aber wie ihr links unten seht, Chop-Head, also abgehackter Kopf, Füße, Beine, Arme, also da brauchen wir noch einiges. Ja, mach die Decke, ne? Nicht die Wand erstmal, nur die Decke am Anfang. Ich hab doch die Decke gemacht, oder? Ja, passt schon, aber nicht, dass du aus Versehen die Wand machst, das wäre ein bisschen blöd. Naja, aus Versehen, da müssten wir ja direkt hochlaufen eigentlich. Ja, ich glaube also zur Wand hin. Ja, also ich meine zur Wand hin. So. Ich laufe hier durch die Treppe hoch, schau nach oben und baum. Ich muss ein paar Blueberries essen, damit ich hier Energy krieg. Das nervt mich gerade. So. Ich hasse es mal, wenn da so ein Stückchen läuft und dann. Ach, das hasse ich immer so. Sollen sie nicht so anstellen, die paar Baumstämme, die da rumschleppen musst. Ja, dann. Ganz ehrlich, ich nehme so einen Baumstamm nehme ich auf den kleinen Finger, Mann. Mhm. Boah, geil wäre es, wenn die so noch eine Insel dazu hauen würden, wo man mit so einem Floß rüber kann und dann nochmal so eine Rieseninsel wie das hätte, nochmal zum Erforschen. Boah, das wäre. Das wäre nice. Ja. Ich bin echt mal gespannt, jetzt so langsam haben wir eh alles gesehen auf bei dem Spiel, finde ich, oder? Eigentlich jetzt so? Ja, so, wir sind gesagt, jetzt, wir haben halt jetzt noch die zwei Höhlen, die wir jetzt noch erkunden. Ja, könnten. So ein paar Höhlen und so, aber die meisten Höhlen sehen ja relativ gleich aus, sage ich mal. Wir haben viel gebaut, wir haben unsere Behausung hier, die können wir natürlich. Wow. Bist du gerade runtergeflogen? Ja. Das habe ich irgendwie gemerkt beim Fahren. Warte, ich fahr rückwärts. Wo bist denn du ungefähr? Ich nehme gerade die Baumstämme in Richtung Heim mit. So, wo ist der andere? Der liegt unten, der schwimmt nicht. Oh mein Gott, du Achtung, ich lass mal droppen. Wieso tust du das? Weil ich den Baumstamm holen will. Ah, so fahr ich wieder zurück. Jetzt schwimmt er. Sehr gut. Müsstest du nur nach oben kommen, ne? Den habe ich. Fährst ein bisschen zurück? Ja. Oh Mann, warum? Ich komme da jedes Mal, wenn du losfährst, falle ich runter. Warte, wo ist jetzt der andere? Warte, da ist er. So, warte, jetzt fahr. Wie gerade so eine unsichtbare Wand oder so, wo ich immer dagegen bin. So ein Problem hatten wir jetzt noch nie, ne? So direkt, dass ich da so. Doch, du bist schon ziemlich oft eigentlich runtergefahren. Ja, aber irgendwie nicht mit so Baumstimmen, ich weiß es nicht. Alter, das laggt bei mir so teilweise mittlerweile, das ist echt so langsam. Wahrscheinlich bauen wir so viel, wahrscheinlich ist es schon langsam überlastet. Ich weiß es nicht, es kann wirklich daran liegen, aber das ist immer so, wenn ich mich schnell drehe, weil ich habe echt Mausempfindlichkeit relativ hoch, ich kann mich sehr schnell drehen. Zumindest ich habe nichts geändert, aber es ist wirklich schnell, ne? Ja. Wenn ich da so mega schnell drehe. Aber ich muss auch sagen, ich habe echt so einen Mikro-Ruckler irgendwie. Ja. Wenn ich mich so mega schnell drehe, dann kommt es nicht hinterher mit Laden, habe ich das Gefühl. Oh, das Dach ist fertig. Sehr schön. Alter, das war jetzt ein mega Ruckler. Alter, ich darf es einfach nicht so verschreien. Boah, leck mich am Arsch. Das ist einfach nochmal das zweite Dach nochmal drüber stülpen, weil ja, das ist. Ja, schauen wir mal. Ich probiere es. Wahrscheinlich geht es voll in die Hose. Wahrscheinlich sieht es so hässlich aus. Aber mal ausprobieren, ha? Wohl, vielleicht sieht es gar nicht so scheiße aus. Es könnte eigentlich. Aber die ganzen Sonnenstrahlen, die nerven ja doch irgendwie, ne? Die da durchgehen. Obwohl. Ja. Welche Sonnenstrahlen meinst du denn? Die durch die Holzdinger. Hey, das sieht, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ich aus. Ich glaube es auch nicht, Mann. Das sieht gut. Von außen sieht man das dann eh nicht, glaube ich. Ja, warte, ich gehe mal ein bisschen raus. Aufs Floß. Nee, das lasst, das passt. So, ja. Was? Komm was mal hast her. Du was zu meckern? Alter, ja, weil das leckt, das springen wir doch. Weil an. Das. Ach, du hast das nur auf einer Seite gemacht, das? Nee, hä?
Ach so, nee, nee, das ist ja. Das sieht so komisch aus, ne? Oder hast du es nur auf einer Seite gemacht? Das ist doch jetzt. Nee, nee, das. Wie meinst du nur auf einer Seite? Ach so, du machst. Ach so, na ne, gut, von außen, ja. Ja, von außen sieht man das halt noch, weil das ist halt so leicht, ne? Man. Ja, wenn man es halt noch höher macht, das sieht dann. Ja, höher sieht's kacke aus. Ja, du hast das wahrscheinlich besser gesehen als ich. Also wenn ich das jetzt lösche, warte jetzt, pass auf, wenn ich Also das innen höher drin mache, sieht es wahrscheinlich ja, innen drin sieht's gut. super aus, glaube ich. Außen, ja, außen ist Ah, ja nicht. verdammt, warte, das wollte ich nicht. War jetzt zu schnell. Muss die ganze Zeit husten. Ich versuche jetzt nur zu drücken für die Aufnahme. Das will nicht höher. Wir wissen, dein Opfer zu schätzen. Es geht aber nicht mehr höher. Es ist jetzt irgendwie komisch. Echt? Nee, dann lassen wir das halt so, weil innen drin Vorher sieht ging es es ja gut doch. aus. Ja, ich glaube aber fast, dass wir es so machen. Aber von innen sieht es schon geil Ja. aus. Von innen sieht es echt gut aus, glaube ich. Ja, Und doch, das machen wir jetzt so. Wie viele Loks brauchen wir? 36 fürs von Dach machen außen, ich meine, es sieht auch nicht anders aus. Nur dass da noch ein so wir. eine Ja. Reihe Loks ist dann. Ja, doch, das Ehrlich machen wir jetzt so. gesagt. Machen wir. Das machen wir so, ne? Auf. Alter. Gut, das Dach kriegen wir schon Oh mal Mann, was fair. ist denn los, meine Fresse? Wieso hast du Wieso jetzt falle so ich jetzt die ganze. Walkie-Talkie? Ja, Hast weil gerade so ich habe gerade Walkie-Talkie? gehustet und da habe ich mich weggedreht, damit ich nicht direkt ins Mikrofon huste. Und da habe ich wieder hingelangt und hab gemerkt, ich bin vom Boot, dann wollte ich direkt los und dann habe ich statt WQ gedrückt. Eieieiei. Ich falle die ganze Zeit runter, was ist denn los heute? Oh, eigentlich habe ich mich so auf die Einrichtung gefreut, und jetzt sind wir immer noch nicht mit dem Dach fertig. Also. Ja gut, das Dach, das haben wir jetzt glaube ich gleich 36, das sind, sag ich mal, zweieinhalb Fuhren. Wieso Ja Loks, gut. 6, ja gut, ja. Ah ja, gut, aber von hier sieht's auch kacke aus, ne? Wenn du hier guckst, schau mal hin. Nein, ich weiß nicht, es Ja, sieht halt es sieht so. uns. Ah. Wann ist das denn noch so? Wir sind ja meistens halt drin, das geht schon. Ich weiß nicht, eigentlich gucken wir auf meiste Zeit von hinten ra aufs Haus. Aber naja. Das sieht gut aus. Das ist moderne Kunst. Alter, der Wind ist gerade so heftig bei mir. Bei mir geht's gerade. Das finde ich irgendwie komisch, dass das irgendwie nie synchron ist bei beiden Spielen. Die Schreie, der Ja. Wind, irgendwie, das ist. Ja, Auch gut, die aber Pflanzen das. sind unterschiedlich, also das könnten sie echt mal ein bisschen fixen. Ja, das kann ich aber noch verzeihen, ehrlich gesagt. Das ist jetzt nicht so Naja, also ich finde es schon tragisch. nervig. Du hast vor dir Beeren, die man essen kann. Ich habe giftige Beeren. Ja, das ist ein bisschen nervig, aber. Ich kann es verzeihen für eine Alpha jetzt, sage ich mal. Ja, gut. Zum Beispiel, es hieß ja bei Battlefield 1, ne? Da hieß es ja, dass teilweise die Verhältnisse, ne? Das Wetter bei Battlefield 1, das ist ja das Highlight gewesen in dem Spiel, ne? Dass das Wetter sich so verändert, ne? Und die Spielgeschehnisse ändert, ne? Ja. Und da gab es einen richtig fetten Bug, ne? Also sagen wir mal Bug, so das war ein Fehler im Spiel, so richtig fett, dass bei manchen, zum Beispiel jetzt in der Wüste Sinai, ne? Bei manchen Leuten Ja. war dann der Sandsturm und bei manchen nicht. Ach so, ja, gut, das ist Das habe ich gehört natürlich. und das ist dann ekelhaft. Vor allem die Sniper, oh, das muss Ja, da voll die Wüste und du bäm, wirst weggeschossen. Denkst du, was? Ja, doch, das sieht gut aus. Es sieht aus, als wäre das so ein, weißt du, so ein Riesenfenster oder so. Weißt du, ja, doch, Ja. das stört mich überhaupt nicht. Vielleicht könnte man da sogar irgendwie beleuchten oder so. Ja, genau, das könnte man noch machen. Nur wie kommen wir da hoch? Ja, das ist die andere Frage. Aber ich habe keinen Bock, da wieder Loks hinzuschaffeln, nur um da hochzukommen und Licht Ja, das ist halt ranzuklauen. nicht so leicht wie in Minecraft, wo man schnell so ein paar. Blöcke baut, ja. So ein paar Erdblöcke aufeinander baut, ne? Jetzt heißt die Ausdauer schon wieder alle. Bei mir auch. Das ist Paar krass. Blueberries essen, dann geht das wieder. Alter. Hat voll die Loks in deine Fresse bekommen. Ja. Du musst das. Wie viel noch? Nicht mehr viel, glaube ich. Ach, Scheiße. Fertig? Noch nicht, oder? Ne, es dauert noch. 8 Stück, wenn ich das richtig im Kopf
Aber. Ja, das sieht schön aus. Doch, das gefällt mir. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das freut mich, dass es so schön aussieht. Das Mich kann es auch. doch nicht sein. Was ist heute los? Ja, ich bewege mich vor allem. Ich habe mich nie bewegt. Und jetzt rutsche ich einfach weg, als würde ich immer so Stück für Stück für Stück nach hinten rutschen. Naja, wenigstens. Hä? Warte, ich muss mal echt mal schnell Beeren essen. Warte, da. Nimm halt noch einen zweiten Lock. Oh, jetzt hat's geruckelt. Achtung, da ist es. Ja, Gott sei Dank. Jetzt dachte ich schon, Ist das du fährst. eigentlich. Was? Das ist eigentlich Feuerzeug genannt. Ich weiß es nicht. Damit es cooler aussieht. Jetzt, wo du sagst, ey, das sind echt viele Ruckel eigentlich, wenn man ganz ehrlich. Ist so leicht Mindestens wie. einer pro Minute. Wenn es reicht. Oh, ist ja Jawohl. fertig. Doch, das Doch, gefällt gar nicht mir. mal so Das sieht schlecht. gut aus. Das sieht richtig Hammer aus, eigentlich. In der Mitte dieses Loch, oh mein Gott. Ja, da können wir vielleicht irgendeine Lampe. Vielleicht geht das. Warte, das probiere ich direkt aus. Das wird mich jetzt nicht stören, das in der Mitte dieses Loch. Ah, und da kommen die ganzen Lichtstrahlen jetzt auch nicht mehr durch. Ja, so gefällt mir das. Duppala. Duppala, ehrlich. Krieg's grad nicht gebacken. So. Jetzt höre ich den Wind. Ja, ich auch. Da merkt man gerade richtig, dass sie wirklich einen richtigen Wind aufgenommen haben. Die haben sich irgendwo hingestellt, so. Ja, ich glaube es wirklich. Ja, so macht man es ja normales. So, ich hab's gebaut. Nein, warum? Ich wollte doch erstmal ausprobieren. Scheiße. Nein, nein, alles gut, warte. Willst du da jetzt so viele Dinge hinfahren? Ja, einfach aus Prinzip. Okay. Soll ich, darf ich's bauen? Nein, warte, erst wenn ich fertig bin, nicht, dass irgendwas schief läuft oder nicht synchron aussieht, weißt du? Okay. Sieht das synchron aus? Nicht ganz. Ja, ums Loch rum sieht's nicht synchron aus. Ich Aber glaube, ansonsten. das da stört mich am meisten. Warte, kann ich das irgendwie so. Ja, genau, perfekt. Jetzt pass auf, noch einmal. Ja, jetzt gefällt's mir. Jo, passt. Oh, ich hab kein. Ah, wunderbar, Alter. Nice. Hätten wir noch drehen können, aber naja. Ja, morgen schön viel Licht. Sehr gut. Drehen hätten wir die schon können, dass sie in jeder Richtung gucken. Naja, egal. Stimmt eigentlich, das wäre vielleicht auch noch ganz cool. Ja, gut, jetzt sind wir aber schon sehr penibel. Ja, und das habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass man es eigentlich Ja, ich machen auch kann. nicht, ich habe es auch nicht dran gedacht. Alter, ich habe schon wieder, Alter, also jetzt ist schon heftig. Jetzt ist meine Energie wieder ganz unten. Jetzt mache ich mal das Feuer an, damit wir was braten können. Oh, hier ist alles vertrocknet. Schön. Doch wurscht. Ja, dann mache ich mal die Wand hier, oder? Oder wollen wir erstmal speichern, nicht dass da. Ach nee, die können wir ja immer wieder einreißen, glaube ich, falls es. Na, trotzdem können wir Ernsthaft? mal speichern. Jo. Speichern schadet nie. Habe ich überhaupt was draufgeworfen? Ich glaube nicht. Habe ich? Ich weiß nicht. Ja. Also voll gemütlich, wenn man in dieser Holzhütte hockt, der Wind draußen so weht, dass ein bisschen Kerzenschein und so, oh, das hat was. Schon gemütlich. Ah, ich finde schon geil hier. Ist eine geile Hütte. Jo. Dann hier so durchgehen und dann haben wir hier unser schönes Schlafzimmer. Ist so Hammer. So ein der Hammer. Jupp, so, komm wieder runter. Wieder was zu essen Nein, drin. das gehört mir. Drei Sachen. Ich bin ein sehr hungriger Mensch. Doch, was essen? Habe ich dir erlaubt, es zu essen? Nein. Hast du Sticks dabei? Nein.
Hast du jetzt gespeichert oder? Ich habe gespeichert, ja. Oh, das ist so richtig schön hier. Jetzt finde ich sogar hier gemütlich auf dieser Plattform, wenn du das so dein Haus hast und weißt, auch draußen gemütlich, ja, am Lagerfeuer sitzen und den schönen Abend. Draußen grillen und so. Abend genießen und dann, ach, jetzt wird es doch langsam dunkel und kalt. Ah, dann gehen wir mal wieder rein und dann, oh, ist das geil, hier ist echt Hammer. Und draußen hört man so schreien. Ich finde es so richtig Hammer. Gefällt mir. Ja, ich bin auch glücklich. Was ist denn jetzt los? Könnten wir ganz schnell zu Sims oder so wechseln. Geht's nur noch ums Leben. Genießen. Oh je, ist ein ganzer Lux-Eberl wieder dahin. Ja, wir brauchen aber nicht mehr viel für die... Wir brauchen nur noch 6 Stück. Sind das 6? 4? Ach Gott sei Dank, da haben wir noch einen Wagen. Ja, aber wir brauchen hier noch Loks dann für die ganzen Schränke, ne? Was das? Ja, wenigstens kriegen wir da jetzt die ganzen Dächer und Wände fertig. Das ist ja, das ist schon mal das große Zeug. Weißt du, wenn man so hinfährt, das sieht richtig geil aus. Ja, Hammer. Das hat was. Sieht echt geil aus. Ja. Guck, da drin sind noch so Skull-Lamps, weißt du, in dieser Nische da. Ja. Das wäre geil. Nur, wie kommen wir da jetzt hin? Ja, das ist so die Frage, ne, wie wir da hochkommen. Einen Lok brauchen wir noch? Ich habe 2 dabei. Mann. Yay! Phew. Tür? Ah, jetzt. Ein Magic Stick. Er bewegt sich von alleine. Oh mein Gott. Lass mich rein. Ach so, ist das nicht. Lass mich rein. Er ist Kommutanten. Oh. Ja, es ist aber schon. Also, weil du mal gesagt hast, das Schließen ist vielleicht für andere Spiele, ist aber schon unlogisch, weil wir sind ja im Koop und ich könnte einfach hier kaputt hauen. Naja, stimmt schon. Dann wäre ich instant drin, wenn ich das einfach kaputt hau. Naja. So, jetzt sind wir soweit. Oh, endlich sind wir soweit. Wir sind soweit. Ja, schön. Ich hab schon wieder Hunger. Ernst. Na, dann nehme ich schnell was und esse was. Ich fühle mich gerade voll verarscht. Ach da. Komm mal. Ah, der sieht schon gut aus. Yep. Jupp. Ist das jetzt richtig rum oder nicht? Oh, es wäre verkehrt rum gewesen. Ach, verdammt, jetzt habe ich auch Sinn. R. Ich wollte gerade platzieren, weil es so perfekt war. Und was mache ich? Drück R statt E. Bisschen nach hinten. Wollen wir ein Haus im Haus bauen? Was? So ein Small Cabin könnten wir hier noch reinpflanzen. Naja, nee. Was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ah ja, Explosiv. Genau. Da. Was ist denn das Explosivholder? Kann man da Bomben drauf pflanzen, oder wie? Jupp. Ach so. Und die kann man nicht ins Regal tun, oder wie? Nein, glaub ich. Nice. Das ist ja voll nice hier. Hammermäßig. Richtig Hammer. Bei uns Essenstisch ist fertig. Was? Alter, richtig geil. Alter, pervers. Ich hoffe nur, dass wir uns da drauf hocken können. Ich glaube schon. Ah, da braucht man so viel Fell wieder. Das ist mir wurscht. Jetzt bauen wir noch hier gleich aufs Bett reinpflanzen? Ja, genau. Noch das Bett. Und das Fenster? Echt? Meinst du nicht, dass es da ein bisschen kalt wird? Na gut, dann dazwischen. Für die Verfrorenen.
gerade und direkt über dem Tisch vielleicht noch eine Skull Lamp, oder? Ja, das ist eine gute Idee, ja. Nice. Mal, wo ist denn die? So, hast du eigentlich das Bett gebaut? Nee, oder? Ich hab's noch nichts gebaut, ne. Small. Jo, das sieht. Und was soll das sein? Was ist eigentlich das, da? Sieht komisch aus mit dem. Was ist eigentlich das da? Hat sich so komisch hingedreht. Das ist ein Shelf, genau. Was ist ein Shelf? Nur ein kleines wahrscheinlich hast du da gerade. Ach so, so ein. Auch so ein Schrank oder wie? Warte, ich muss. Aber das musst du drehen, komm, dreh das bitte. Das sieht so, das gefällt mir nicht. Ja, bau du doch mal eine scheiß Lampe, das irgendwie voll verdreht, das Teil da. Ach, apropos 20 Minuten, ne? Ach so, ja, ja. Ja, ich finde die Lampe gerade nicht. Komm schon. Alter, nice. In welche Richtung wollen wir denn? Die guckt zu dahin, oder? Soll die Lampe gucken, oder? Hier so zu. Ja, am besten. Schon, oder? Wollen wir. Ja, wohl. Wir könnten also so Köpfe hin tun, ne? So dekorativ. Nein, nee, hier im Schlafzimmer würde ich lieber so Hai und Reh und so sowas in der Art. Achso, ja. Hier ist nicht mittig, ne? Das ist ein bisschen blöd. Die soll schon mittig sein, oder? Vom Tisch. Aber guck mal, wenn man das draußen hinmachen würde, ne? Das sieht dann wie so ein Blumenkasten aus. Was ist das? Ja. Was ist das? Ein Wallplanter. Ich glaube, da kann man dann auch irgendwas reintun. Wall Weapon Rack. Können wir auch deine ganzen Waffen reinhauen? So, da ist die Mitte. Heads Trophy. Da ist mittig und da ist mittig. Das passt. Kann ich das denn hier irgendwie so. Komm noch nicht durch. Alles voll. Komm, wir müssen aufhören. 22 Minuten schon. Kommen wir da hier nicht zum Schluss. Nächste Folge dann. Ah, okay. Achso, du bist da bist oben. Ja, so schönes Thumbnail. So. Toll. und ja. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.